Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Rogue mit mir, dem Jan. Jetzt werden wir mit dem Spion reden und mal gucken, was er uns so alles sagen kann. Der Rum hier ist furchtbar. Zeig mal her. Das ist kein Rum. Das ist Rudel. So, hier. Nun, wie läuft der Pentagon? Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgeborgt. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Chef Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen, Pflanzen und Tieren, sowie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Rosebeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay. Wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt... Nach da. Sorry. Ich musste raus. Gehen wir wieder auf unser Schiff. Und fahren wieder zum nächsten Punkt. Boah, das habe ich so gehasst bei den Assassin's Creed. Und wo geht es jetzt hin? Wohin dieser Lawrence Washington seinen Arsch setzt? Liam, du kommst ja langsam so richtig in Rage. Er ist Templer und ein Politiker. Ist doch klar. Gut. Anker lichten. Was erlaubt sich der Chevalier, uns so rumzukommandieren? Wir sind Assassinen, so wie er. Er hat mehr Erfahrung und er kennt die Gewässer besser, Shay. Deshalb hat er hier das Sagen. Nun, er hat mich auch schon in der Siedlung rumgescheucht. Ist er ein Trüffelschwein, das Land besser kennt? Zeigt mir Respekt, Jay. Mir gebührt auch Respekt, Liam. Ich halte meinen Kopf hin wie alle von uns. Ja, doppelt so oft scheint es. Aber das reicht nicht. Der Chevalier überlegt, bevor er eine Entscheidung trifft. Seine Erfahrung gibt ihm dieses Recht. Ich frage mich, wie viel Erfahrung ich brauche, bevor ich über Schlafen oder Handeln entscheiden darf. Ich schwöre, Liam, manchmal fühlte ich mich als Kind erwachsener als jetzt. Wir schliefen hart und bettelten um Essen, aber wir konnten entscheiden, wo und wann. Ich finde es immer erstaunlich, dass man immer denkt, dass wir noch weiterreden. River Valley, ja. Mir ist gerade erst wieder klar geworden, Mann. Dass uns hier auch eine Adler immer folgt. Das Fischerdorf Greystone. Seit es von Banditen geplündert wurde, gehört es den Franzosen. Du Benz und einige Assassinenbrüder. Dort ist es, Sir. So, wo können wir hier anlegen? Wieder die Frage der Fragen. Da hinten.
Segel einholen! Anker setzen! Faster, ladies! We don't leave till it's done! So, was ist denn hier? Ach, ich kann mir wahrscheinlich eh nichts leisten, von daher. Well, Metzer, how fare ye? Bett? Jagdbeute kaufen, verkaufen. Ja, war mir klar. Warum komme ich hier nicht raus? Warum nur hier? Das macht für mich keinen Sinn. Oder existiert diese Tür hier nicht? Doch, die ist zu. Die ist zugebaut, wie sinnlos. Ja, fahren wir mal einfach vom Steg runter da. Die Wölfe sind hier. Die Templer tun alles, um die Artefakte zu verstehen. Ihre Spione waren schon bei vielen Wissenschaftlern in New York. Und sie haben auch mit vielen Stämmen darüber gesprochen. Ja, sie haben das Manuskript herumgezeigt. Aber niemand konnte es lesen oder die Bilder entziffern. Doch wir haben einen Namen. Wir wissen, dass Lawrence Washington das Manuskript verschickt hat. Lawrence Washington. Geschäftsmann, wichtiger Politiker und hochrangiger Templer. Ah ja, ich hörte, er sei aus der Karibik zurück. Meine Leute sahen seinen Diener ein Paket annehmen. Dann wird ihm dieses Paket unverzüglich übergeben. Shay findet heraus, was es ist und findet Washington. Es wird Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren. Auf zu Morrigan. Ha, ey, das ist ja nur ein doofes Hin- und Herfahren, ne? Schon eigentlich langweilig. Nicht mehr was am Schiff verbessern. Nee. Vielen Dank für euer Vertrauen. Meine Fresse. Ein bisschen Glück führt uns das Schiff direkt zu ihm. Ich hasse es. Da willst du mit R2 fahren? Das geht ja nicht, weil du musst X drücken. Top, Fram, Marssegel. Mit ein bisschen Glück führt uns das Schiff direkt zu ihm. Ich mache mir mein Glück, Liam. Und Washingtons geht zu Ende. Vorsicht! Das ist ein raues Lüftchen, Captain! Segel reffen! Raus aus der Böe! Wie soll ich denn hier lang fahren, wenn da alle Schiffe sind? Handelt wie ein Offizier! Gebt mir etwas Fahrt! Setz die Großsegel! Halbe Segel! Alle Segel! Sie verträgt das! Kopf- und Bramsegel setzen!
Kann nicht mehr weit sein, Captain. Ars und Topsegel bergen! Ei. Da ist es! Also, Männer, Zeit, ruhig zu sein. Lawrence Washington ist ein mächtiger Geschäftsmann, Sklavenhalter und hoher Templer. Letztes Jahr haben wir seine Spur verloren. Ich habe erfahren, dass er in Barbados war, konnte das aber nicht bestätigen. Jetzt glaubt ihr, er hat etwas mit dem Raub der Artefakte zu tun, nicht wahr? Ich traue es ihm zu. Haiti ist nicht weit von Barbados und seine Rückkehr in die Kolonien überschneidet sich mit der Ankunft der Artefakte. Wir können den Templern die Kolonie nicht überlassen. Es liegt jetzt ganz allein bei uns. Was auch geschieht. Lawrence Washington muss sterben. Ich werde dafür sorgen. Lustig. Ich darf nicht zu schnell sein, nicht zu langsam sein. Aber ich muss am Schiff dranbleiben und darf nicht gesehen werden. Blockade, Captain! Das wird nichts. Shay, ihr müsst dem Schiff an Land folgen. Das werde ich. Segelt ihr mit der Morrigan außenrum? Ei, Captain. Folgt dem Paket und findet Washington. Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten. Segelbergen, an die Schoten! Segelreffen, raus aus der Böe! Und denkt an meine Worte. Washington muss sterben. Britische Schiffe scheinen allein zu sein, Sir. Die liefern zu Fuß beschaffen. Hört sich leichter an als getan. Jetzt müssen wir mal hier erstmal das Adlerauge aktivieren. Da hinten müssen wir hin. Meine Güte, ey. So, beide erwischt. Lauf mal wieder hier oben rum. Dahin. Da befindet sich einer, da läuft einer. Da noch einer.
So, jetzt sind wir hier drin. Der kommt jetzt wieder zurück. Mal von der anderen Seite, da sind nicht alle, die hier gucken. Da befindet sich zwei. Ziel ist hier, ne? Aber warum bewegt sich der Punkt? Okay, den könnten wir auch uns holen. Wir haben ja schnell genug. Wieso können wir jetzt hier nicht hochklettern? Doch, können wir. Ist das das, was wir suchen? Was ist das? Ein Gewehr? Ihr da! Halt! Wohin wollt ihr? Wie kann das sein? Man hört gar nichts. Vielen Dank, Master. Master Washington. Luftgewehr. Das Luftgewehr ist ein wirkungsvoller, lautloser Schusswaffe mit der Schlaf- und Betäubungsfalle sowie Granaten und Knallkörper verschossen werden können. Pfeile und Granaten können in gemischtbaren Lagen gekauft und aus dem Inventar hergestellt werden. Welch seltsame Überraschung. Das hatte ich nicht erwartet. Jetzt muss ich zu Washington und ihn befragen. Okay. Aber hier sind doch bestimmt noch Wachen. So, dann gehen wir schnell hier hoch. Meine Fresse, so. Wir sind auch hoch. Klettern wir mal hier hoch, ne?
So. Würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.